Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved Folge. Ja, Menschens einer. Schau mal einer an. Ich bin allein auf dem Server. Der liebe Hexele weiß gerade noch gar nichts von seinem Glück, dass ich gerade alleine hier bin. Ach, das schaffen die eigentlich auch alleine, die beiden, oder? Motte. Ich dachte mir nämlich, dass ich ganz entspannt, solange er noch nicht da ist, ihm eine Überraschung bereiten kann. Und zwar war der Plan, ich suche mir gleich einen wunderbaren, schönen, starken Biber aus. Und diesen schönen, starken Biber schmeiße ich hier vorne rein. Das bedeutet, ich sollte dich erstmal auf... Boah, diese Motten, ey. Passiv stellen. So, denn wenn wir gleich tamen, und zwar hier drinnen, das baue ich nachher alles wieder ab. Also wenn wir es nicht mehr brauchen, ne? So, genau. Ich möchte nur nicht, dass die Tiere da drüben aggro werden. Das ist das Ding nämlich. Und ich will ihm eine Überraschung machen, bevor er auf den Server kommt. Server kommt, Server kommt. Ja, die Cam ist noch raus. Ich bin so ein bisschen gehandicapt. Ich hatte ja... Also ich bin echt platt. Ich hatte letzte Nacht irgendwie auch wenig Schlaf. Und dazu kommt, dass es meiner Hand nicht so gut geht. Und ja, vielleicht muss das nochmal operiert werden. Das ist noch, steht noch nicht fest. Naja, so. Schauen wir mal. Sicher dann morgen. Also, ich habe eine Pumpe gefunden in einem Loot Drop. So, und diese Pumpe, die habe ich hier hingestellt, genau gegenüber von der Base. Und die sammelt jetzt schön das Öl für uns. Darüber freue ich mich sehr, sehr doll. So, und jetzt fliegen wir mal los zu den Bibern. Und ich habe den Pillar noch mit. Was ist das denn? Warte mal. Warte mal, du nimmst bitte das Ding, ich brauche es nicht. So. Jetzt knappert mein Hund nebenbei an so einer großen Kaustange. Ich hoffe, dass man das jetzt nicht zu doll hört. Ich glaube doch. Alma? Ja? Ich hoffe, man hört das nicht zu doll. Ich hoffe, dass das noch möglich ist. Ich war auf jeden Fall, nachdem ich hier eingeloggt habe, war ich mit dem Anki hier. Alma, du bist doch ganz schön laut, kann das sein? Und habe eine Tour Metall geholt. Und ich habe gehört, dass die... Oh, hier ist ja was los. Nix ist. Dass man, wenn man die auffuttert... dass man schön XP farmen kann. Warum auch immer, das machen wir mal schnell. So. So. Wunderbar. So. Agi ist im Level gestiegen. Wunderschön. Da hätten wir schon mal einen Biber. Ja, dann wollen wir gleich mal schauen. Oh, sogar zwei Level. Neuser, Scheuße. Pass auf. Da. Dann, lass mal gucken. In 30er. Wir haben hier bestimmt eine größere Auswahl, oder? Hallo? Junger Mann, junge Frau, wer auch immer Sie sind. Lassen Sie mal sehen. Ein 55er ist schon mal nicht ganz so kacke. So, ein bisschen aufpassen, dass hier nicht wieder irgendwie eine Weibern spawnt, eine Waldweibern. Das wäre dann natürlich richtige Kacke jetzt. Habt ihr noch nichts reproduziert hier? Leute, da sind doch mal ein paar. Let me see you. Let me see you. Aber wenn ich hier so rumlaufe, dürften mir ja auch nichts tun. 33er. Du bist ein 11er. Du bist ein 30er. Du bist ein... Durstig. 27er. Was ist mit dem da im Wasser drin? Den hatte ich, glaube ich, schon, ne? Was ist mit dem dort? Ich sehe mal nichts. Elva. Nee.
Da ist ein Para, das brauche ich nicht. So, einmal, du bist ganz schön hardcore laut, ey. Ohne Witz jetzt. So, und du da unten, du bist ein, ach, das ist ein 27er. Ja, lieber nochmal gucken. Ja. So, nee, das. Moment, ganz kurz mal. Ich gebe es dir wieder, wenn ich ihn dir wiedergebe, okay? So. Dann würde ich mit dem 55er da drüben beginnen. Bist du das da im Wasserchen, sage mal, mein Freund? Bist du das da unten? Ah, ich habe doch kurz was gesehen. Wo bist du? Hallo. Ja, da bist du. Ich habe dich doch kurz gesehen. Oh. Ich vermute ja. Wärst du so freundlich und könntest mal. Was? 1,82. Okay, der gehört uns. Sehr nice. Ja, 82 ist. Ich finde 82 ist auch ein gutes Level. Ja. Ja, du bist mad boosted, ich weiß, ich weiß. So. Ich glaube, die fressen Beeren, ne? Dann schmeiße ich den da gleich in den Behältnis, in das Behältnis hinein. Und dann hole ich schnell von drüben noch Beeren. Und dann sollte das klappen. Und dann habe ich auch meine Ruhe, weil ich habe jetzt echt ganz, ganz, ganz viel Stein gesammelt. Wirklich sehr, sehr viel. Pro Tour immer so 1000 bis 2000 Steine ungefähr. Und mit dem Biber ist das dann natürlich nochmal eine Erleichterung. Und mit dem Trike kann man dann auch Stroh sammeln. Lass die Möwe da jetzt rum. Ach nee, das ist eine hässliche Motte. Okay. So. Pass mal auf, Schätzchen. Ich komme dann gleich wieder, ne? Ne? Und so? So. Ich glaube, ich hatte hier auch noch Beeren drin? Yeah, Baby. Geil. Komm mal her, Renate. Ich nehme im Moment Renate. Keine Ahnung warum. Ich weiß noch nicht, wie das gekommen ist, so dass ich irgendwie so für mich beschlossen habe, dass Lydia zu Hexzeller gehört. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Toll. Vielen, vielen lieben Dank. Das war nicht das, was ich wollte. So. Oh, fuck. Oh, fuck. Zieh dir wieder ab. Ah, sorry, das ist jetzt aber, ja. Gut. Ja. Ein bisschen aufpassen jetzt. Komm schon, halt ein bisschen durch. Du musst durchhalten, ey, ohne Scheiß jetzt. Bitte nicht. Boah. Nicht geil. Das war nicht geil. Du kannst das Primate gleich aufessen. Hast du dir auf jeden Fall verdient. Ja, Baby. So. Gut. Gefahr gebannt. Erkannt und dann gebannt. Das Ding ist jetzt, ich habe halt Angst, dass wenn ich hier irgendwas anderes wegmache, dass irgendwas noch Krankeres spawnt. Das ist halt das Ding hier an der Geschichte, ne? Du bist noch da. Ich hoffe, ihr könnt den Biber sehen. Ihr wisst, YouTube macht alles ein bisschen dunkler. Okay, du bist auf passiv gestellt, ne? Ja, du bist sauer, ich weiß. Ich mache euch das mal ein bisschen heller. Ist zwar nicht schön, aber es nützt ja nichts. Das ist immer mein Standard Kleintierkäfig. Blöder Alus, ey. Ja, ich hoffe, das geht mit dem Bild. Das sieht zwar immer nicht schön aus, aber ich will ja auch, dass ihr was sehen könnt. Das ist immer so ein bisschen. Da bin ich immer sehr hin und her gerissen.
Ich hoffe sehr, dass Hexerle sich dann auch freut, wenn er sieht, wir haben ein Biberchen da. Das ist halt die Umgebung ein bisschen im Auge behalten, ne? Na, bist du müde? Bist du müde? Oh, tatsächlich. Da wird jemand müde. So, du fliegst mich dort mal bitte hinein. Sehr geil. So, guck mal. Njam, njam, njam. Gibst du mir bitte die Pfeile wieder? Da ist noch ein Pfeil. Gibst du mir bitte, du Dickmann. Du bist eine Dickfrau. Okay. Komme ich hier auch wieder raus? Yeah, Baby. Ja. Und die können sogar Beeren sammeln. Das finde ich auch sehr schön. So. 1600 Ausdauer. Hm. Gewicht. Hm. Damage. Hm. Naja. Ist okay, denke ich. Ne? Also. Ich würde doch tatsächlich aber nochmal sicherheitshalber Narcotics holen. Na? Man weiß ja nie. So, euch geht's hier allen gut. Allerdings möchte ich die Kugel ein bisschen weiter hier hinten hinstellen. Weil die passt ja immer super auf. So, hier hinter ist mir das lieber. Ich glaube. Ich habe die Überraschung nicht fertig. Okay, warte. Hier. Wo ist er denn jetzt? Ich habe ihn doch. Da ist er doch. Hä? Er ist doch jetzt online, oder nicht? Ja. Nee. Ups. Jetzt wollte ich ihn gerne einfangen. Ich muss ihn gleich einmal anrufen. Moment bitte. Ah, viel zu hell. Da hinten ist eine ganze Herde von Ingwert. Wartet. Ganz kurz. So. Dann rufen wir ihn noch mal kurz an. Hat er schon angerufen? Ach, tatsächlich. Moment. Eine Sekunde. Oh, oh, jetzt ist mein Spiel weg. Oh, oh. Hallo? Hallo. Hi, ich habe das nicht gehört, weil ich, entschuldige bitte, das Aufnahmeprogramm, der sagt dann nicht Bescheid, nein, pass auf, Discord sagt nicht Bescheid, wenn das Aufnahmeprogramm ist. Das ist irgendwie so eingestellt. Ich habe vergessen, das zu deaktivieren. Und ich war ein paar Steine farmen und ich habe ein bisschen Metall geholt. Ich bin gerade in der Aufnahme übrigens und ich habe eine Überraschung für dich oder für uns. Ich dachte, ich hole das mal schon mal. Und wenn du kurz aus dem Haus rauskommst, bringe ich dich kurz hin. Okay. Und da sind gerade eben zwei Alos den Berg runtergekommen. Die habe ich dann weggemacht. Ich hatte erst ein bisschen Angst, weil ich nicht gesehen habe, welches Level die haben. Aber ich habe gedacht, ich kann nicht zulassen, dass die hier unten lang laufen. Kommst du da raus? Oh, das Ding ist zu klein. Und die Kugel und der Anki sind schon da draußen. Guten Tag, junger Mann. Bleiben Sie stehen. Ich nehme Sie mit. Ich habe überlegt, wie ich am besten unser Farming-Problem lösen könnte.
Und dann ist mir eingefallen, ach Mensch, Tai, du kannst ja auch mal, huch, ich stehe irgendwie hier eingekeilt. Ich könnte ja natürlich auch kleines Zähmegehege bauen und schon mal einen schönen Maulwurf holen, wollte ich sagen, einen Biber holen. Und habe ich so geguckt, da waren irgendwie nur 30er, ein 55er, war ein 27er. Und dann habe ich so geguckt, ich nehme jetzt den 50er mit und dann war es ein 82er. Ja, total. Ja, geil, ne? Ja. Ich wollte noch keine Narkos geben. Aber der wird ordentlich Narkos fressen, glaube ich. Ich werd mal eben noch ein paar ganz schnell nachschmeißen, wenn ich kann. Aber mit der Kugel und dem AG zusammen farmen ist echt geil. Ist richtig geil. Und auch mit dem Anki, das ist auch richtig geil. Das ist so Luxus, ich sag es dir. So. Ich hätte dich auch mitnehmen können, oder? Ich weiß es nicht. Oh, 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 und ich habe die Ölpumpe schon hingestellt. Oh, super. Ja, habe ich auch schon den Zuschauern gezeigt. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Und ich habe Feuer nach Holz nachgelegt im Ofen, aber langsam brauchen wir Holz und Stroh. Und da dachte ich mir, ja toll, ich konnte jetzt nur 2 Narcotics machen, das ist ja doof. Naja, aber ich will den Biber doch sehr gerne haben. Ja, sonst haben wir nichts. Dann müssen wir da gucken, dass wir damit auskommen irgendwie, keine Ahnung. Ja. Soll ich dich zurückfliegen? Oh, der Enforcer. Ein bisschen nach Opfern. Ja, ich hätte ja Lust, den Enforcer da zu klatschen, ne? Wegen dem Blueprint. Aber ich muss einmal nach dem Biber gucken. Ich glaube, der Kerl oder sie wird... Oh ja, die wird lange brauchen. Haben wir nicht irgendwas, was wir ihr geben können... Weißt du was? Du kannst mir einen Gefallen tun. Ich habe jetzt 5 Stück verabreicht. Ich versuche mal ganz schnell, wenn ich kann, eine Kibbelstation zu machen. Wenn ich kann. Und mach schon mal Kibbel, weil wir haben ja Dodo-Eier. Und mal gucken, ob ich das richtige Kibbel für den Biber herstellen kann. Dann geht das ein Ticken schneller und wir verlieren nicht so viele Narkos. Kann ich das hier drinnen machen? Kibbel. Nein, hier nicht. Oh. Da hätte ich ja vorher drauf kommen können. Oh, da war's. Oh, oh, da war's. Ja, warte. Einmal schnell dahin. Ich bin gleich soweit. Kibbel. Holz und Metall. Da wird man ordentlich sparen. Ich habe jetzt gerade mal hier bei Dodo Bex geguckt. Mhm. Also wenn Tanning einmal wäre nur, mhm, dann würdest du mit Kibbel von 3 Stunden sparen. Oh. Okay. Hier. Ja. So, also, Eck. Das macht keinen Sinn. Ich laufe so schnell rein. Warte. Ich beeile mich. Weil sonst sind wir nachher gezwungen. Wie viele Moshops haben wir jetzt? 2 nur? Irgendwie sieht das hier so voll aus. Warte, ich versuche mich zu beeilen, aber es ist nicht so einfach. Oh. Ich will jetzt auch nicht irgendwie die verkehrten Eier da rausholen. Oh, überladen, leck mich. Oh. Ich habe noch ein bisschen Benzin angeschmissen. So. Konsumgüter, hergestellte Nahrung. Jetzt muss ich ja mal kurz gucken, jetzt muss ich das Licht ausmachen, geht nicht. Normales Kibbel. Mittelgroß. Ist ein Biber mittelgroß? Nee, ne? Nee.
Tiernahrung, exotischen Tieren. Die Brownies Superior, die ist ja, wieder, das ist Magenta. Magenta? Überlegenes, angereichertes Kibbel. Bei mir ist es halt auf Deutsch, ne? Haben die jetzt vor kurzem gepatcht, ja. Okay. Also die lilanen, ja? Okay, ich hoffe, das ist richtig. Ich bringe erstmal das, was ich habe, vorbei. Bin ja mal gespannt jetzt. Nach, aber ganz schön. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Schnarchbär. Ja, ein bisschen Anarkos müssen wir, glaube ich, schon noch reinhauen. Also 41,2 ist das Ding jetzt. Und ich finde es schön, dass einem hier nicht so kalt ist. So, liebe Freunde, aber 20 Minuten sind um und ich hoffe, die Überraschung ist gelungen, liebe Hexerle. Ich hoffe. Und an der Stelle sage ich vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hau noch mal ein paar Narcos rein, ja, ich habe Angst. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, in der nächsten Folge haben wir einen richtig schönen, starken Biber. Bis dann, tschüss, haut da rein.